So, ich bin gerade auf dem Weg in meine Werkstatt und jetzt komme ich hier um die Ecke und muss euch unbedingt was zeigen. Wow, eine Maserknolle von einem Kirschbaum habe ich ergattert. Ja, ein gigantisches Teil und könnt ihr mal sehen hier. Ich weiß nicht, was das Ding wiegt. 70, 80 Kilo. Oh. Da bin ich nochmal mit dem Koloss hier. Ich habe mit Mühe und Not die 2-3 Meter durch die Werkstatttür hier reingerollt und kann mir also nicht leisten, das jetzt sonst wohin zu schaffen. Ja, vielleicht nochmal ein paar Maße. Das Ding ist ca. 70 cm hoch, hier oben Durchmesser von 35, hier unten hatte ich vorhin gemessen von 45, knapp 50 und der größte Durchmesser der Knolle ist auch nochmal 70. Ich kann ja mal kurz den Fuchsschwanz herholen, mit dem ich vor Jahren schon mal was ähnlich Großes durchtrennt habe. Hier wirkt natürlich lächerlich, aber das würde sowieso nur in Etappen erfolgen und im Moment ist er ganz gut scharf, muss sicherlich mehrmals nachgeschärft werden. Ich denke mal, das werde ich so machen. Ich habe keine Ahnung, ob es richtig ist, aber zwei von den Hälften, ich muss sie ja transportieren, zwei Hälften von dem Teil müssen es schon werden, damit ich es wenigstens transportieren kann. Ja, Gewicht. Okay, nochmal dazu. Wir haben es zu zweit mit Mühe und Not hochheben können. Also ich schätze irgendwo in Richtung 100 Kilo. Nachdem ich jetzt die ersten paar Sägezüge oder so ein bisschen gesägt habe, werde ich sowieso erstmal aufhören, die Säge nochmal neu schränken, etwas kräftiger und neu schärfen natürlich. Ein Vorteil hat der Koloss jedenfalls. Er ist so schwer, den brauche ich nicht festzuspannen und kann trotzdem sägen. Ich säge jetzt hier ungefähr eine Stunde mit kleinen Verschnaufpausen und bin schon weitergekommen, als ich gedacht habe. Auch die Säge ist noch scharf, kreilt sich immer noch im Fingernagel ein, also ich brauche noch nicht zu schärfen und geschränkt ist er auch stark genug, habe ich festgestellt. Werde ich den Klumpen mal wieder ein bisschen drehen und von der anderen Seite. Ist schon ein bisschen leichter geworden, fehlt schon ein bisschen Holz in Form von Spänen. Ich bin an der Unterseite. So, jetzt sind anderthalb Stunden vergangen und guckt euch doch nur das mal an.
wie sich die zwei Schnitte entgegenkommen. Ich habe einfach drauf losgesägt auf Gefühl und ja, ich kenne ja meinen Fuchsschwanz, ob er verläuft oder nicht verläuft, wenn ich ein bisschen dagegen halten muss. Ich bin, oh, ich weiß, finde gar keinen Ausdruck. Ja, Hochzeit. Aber wenn ich jetzt auch einmal rundherum bin, bin ich noch lange nicht fertig. Aber ich habe eigentlich den Ehrgeiz jetzt, das zu Ende zu bringen und nicht noch mal anzufangen. Jetzt haben wir es 10 nach 9, also 21.10 Uhr, vielleicht noch eine Stunde, ich hoffe es. Los, weiter geht's, zack! Jetzt kann ich bald wirklich nicht mehr. Jetzt ist 9:30 durch. Ich kann schon gar nicht mehr rechnen, wie lange es jetzt ist. Ca. 20 Uhr. Zweieinhalb Stunden. Ich würde es ja jetzt mal versuchen, was passiert, wenn ich hier oben Keile reinschlage. Keine Ahnung. Hey. Ein paar Flaschen Bier sind neu drauf gekommen. Also ich habe schon ganz große Erwartungen. Ich hoffe, die werden nicht enttäuscht. Wird mich nicht umbringen, aber wäre schade. Ach, das ist noch viel zu viel. Nee, nee. Geht noch nichts. Noch ein bisschen sägen. So, jetzt habe ich noch mal 20 Minuten gesägt. Und ja, ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Und habe jetzt zweimal auf den Keil gehalten und da hat es einmal geknackst. Und jetzt bin ich doch noch guter Hoffnung, dass das auseinanderplatzt. Und das will ich euch natürlich nicht vorenthalten, mit mir die Überraschung zu teilen. Ich habe bloß keine Keile und heute Abend ist es zu spät, dass ich die Kreissäge jetzt anmachen kann, um noch Keile zu schneiden. Ich hoffe, dass die zwei, die ich hier habe, ansonsten habe ich hier das Zimmermannseisen noch rein und ein Lochbeitel. Mal sehen. Jetzt will ich es wissen. Kann natürlich sein, dass das auch nur wieder Wunschdenken war. Yeah. Wird wohl Wunschdenken gewesen sein. Knacks. Jetzt wieder. Ist die Kamera an? Ja, läuft. Ich höre Geräusche. Das was reißt. Hört das? Knistern. Es knistert. Na?
Und jetzt finaler Schlag. Gewonnen. Ich hätte es nicht mehr gedacht, verdammt. Ich hätte es schon aufgegeben, aber ich gebe ja nie auf. K.O., aber glücklich.